Zur Devisenbeschaffung wird in den 80er Jahren in West-Berlin die Dampflokromantik ins Leben gerufen. Jeweils eine Woche lang haben Dampfzüge einen Dreieckskurs befahren. Zoo, Spandau, Wannsee und wieder zurück. Im Herbst 1990 gibt es zum letzten Mal eine Dampflokromantik. Diesmal mit 03.10.10. Jetzt auf Rundkurs Zoo, Staaken, Außenring, Potsdam, Wannsee und wieder zurück. Der Zug auf dem westlichen Außenring. 03.10.10 hat einen damals modernen Doppelstockwagenzug am Haken. Am Regler steht Harry Heidenblut, schon damals Stammlokführer. Der Bahnhof Wildpark mit dem alten Kaiserbahnhof, seit 1999 Potsdam Parc Sanssouci. Parallel zur Dampflokromantik gibt es am Bahnhof Wannsee eine kleine Fahrzeugausstellung.